Wir sind wieder in Portugal. Wir haben jetzt Spanien wieder verlassen. Es war sehr schön. Wir sind jetzt auch eine ganz tolle Strecke gefahren, hat uns gut gefallen. Aber jetzt geht unsere Reise in Portugal weiter. Und was haben wir gleich geschenkt bekommen von Portugal? Eine Zeitgutschrift. Jawohl, eine Stunde. Wir sind jetzt nämlich wieder eine Stunde rückwärts. Also die Uhr müssen wir jetzt eine Stunde zurückstellen. Wir bekamen eine Stunde. Und ja, mal schauen, was wir heute noch alles mit der Stunde anfangen können. Genau, vielleicht will ich was. Nochmal abwarten. Wir fahren auf jeden Fall nach Beja. Und die Stadt ist ganz interessant, vielleicht fällt uns da was ein dazu. Ja, Wir genau. haben schon was im Kopf. Ja, also wir haben schon ein bisschen nachgelesen und dann schauen wir mal, wie es wird. Genau. Jetzt sind wir. Schon etwas außer Atem und wir waren noch nicht mal auf dem Tower von dem Castle in Beja oder wie sich das ausspricht. Denn da sind wir ja jetzt. Aber das schaffen wir. Jetzt wollen wir eben diesen Tower besteigen und ich kriege jetzt schon Schnappatmung. Oh Gott. Ja, und es ist wärmer als gedacht. Ja, also es ist richtig angenehm. Es ist auch windstill. Das Ja, heißt, man sollte windstill. uns jetzt verstehen können. Ja. Und wir haben hier von der Stadt ein bisschen was zu berichten. Es gibt hier auch eine verliebte Nonne. Oder es gab hier eine Ja, verliebte Nonne. Die genau. Geschichte erzählen wir euch natürlich auch. Und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Aussicht und auf die verliebte Nonne, dann begleitet uns einfach durch Beja durch. Ja, aber jetzt erstmal auf den Turm. Da brauchen wir jetzt auch eure Unterstützung. Genau. Wenn wir es geschafft haben, dann melden wir uns oben wieder. Kleine Pause. Praktisch, hier gibt es solche Nischen am Fenster. Aber der Stein ist ganz schön kalt. Gibt's Jo. kein, da gibt es ein kaltes Fidele. So, gleich geht's weiter. Ich hole euch noch nicht raus, dann geht's weiter. Anstrengend, aber es geht. Na ja, hast schon recht. Man muss auf seine Figur achten. Etwas weniger Bier, da kommen wir leichter durch. Also die Menschen früher waren definitiv schmaler als wir. Aber wir haben es geschafft, wir sind oben und die Aussicht ist natürlich wirklich super toll, hat sich schon gelohnt. Thank you.
Also Beja ist ja eine extrem geschichtsträchtige Stadt. Mhm. Und für jeden, der ein bisschen historisch interessiert ist, lohnt sich das auf jeden Fall anzuschauen. Ja, genau, also für uns genau das Richtige. Wenn ich schlagen, wo ich tot bin, die ganze Jahreszahlen. Nein, natürlich nicht. So einen Quatsch machen wir nicht. Also angeblich ist sie schon zu der Keltenzeit gegründet worden, aber das ist alles noch nicht so bewiesen. Tatsache ist, der Cäsar war da im ersten Jahrhundert und hat ihren Friedensvertrag unterschrieben. Ja, dann kamen die Mauren im 8. Jahrhundert und sind bis ins 12. Jahrhundert geblieben. Und dann kamen wieder die Christen. Genau. Und irgendwann die letzte Geschichte von Beja, die war im 17. Jahrhundert und es waren die Franzosen. Ja, aber diese Geschichte, was da war, die erzählen wir euch dann am entsprechenden Ort. Genau, da bist du ein bisschen wand. Hier haben wir die Kathedrale von Beja. Hat jetzt keine besondere Bedeutung? Nö. Deshalb gehen wir vielleicht zu einer anderen Kirche. Genau, aber von außen wollten wir es euch natürlich zeigen, denn wir machen immer vollständige Recherchen. Oder ziemlich vollständig. Oder das Wichtigste. Für uns das Wichtigste. Und wenn es euch auch interessiert und gefällt, dann ist das ja in Ordnung. Genau. So, aber jetzt bin ich gerade am Studieren. Ja. Das ist schon wieder am Recherchieren. Das ist nämlich die Hintergrund-Soufflöse, oder? Soufflöse, ja, okay. Wenn ich was erzähle, flüstert mir die Ossi meistens noch was dazu. Ja, ist doch gut, oder? Teamwork. So soll es sein. So, und da stehen wir jetzt vor der Kirche Iglesia de Santa Maria. Ja. Das war mal eine Moschee, bis die Christen dann die Mauren vertrieben haben. Und dann ist es eine Kirche geworden. Ja, genau. Und die hat auch noch, wenn man das so sieht, hier diese Pfeiler oder wie man das nennen kann, Balustrade, sieht ja echt nur aus der Maurerzeit aus. Und hier soll sowieso ziemlich viel verschiedene Architektur eine Rolle gespielt haben. Jawohl, und ansonsten sind alle muslimischen Symbole eliminiert und die christlichen Symbole. Nach so vielen Jahren ist klar. Ja, die Mauren waren da bis ins 13. Jahrhundert. Ja, 400 Jahre waren sie da. Genau. Also da gibt es schon vermutlich noch einige Spuren. Und seitdem ist sie christlich, die Kirche, und da kann man sich vorstellen, dass da nicht mehr viel von den Mauren übrig ist. Vermutlich. Nur die äußerste Fassade. Ja. Also im Winter in den Süden zu fahren hat viele Vorteile. Rein temperaturmäßig, auch die Touristen sind nicht so viel unterwegs. Ja, genau. Aber es hat auch Nachteile, man steht oft vor verschlossenen Restaurants. Und gelegentlich, wenn wir schon mal in ein Museum gehen wollen, auch vor ein geschlossenes Museum. Ihr seht hinter uns den Konvent von Beja. Ja. Und da hätten wir eine wunderschöne Geschichte dazu. Ja. Die wollten wir euch da drinnen eigentlich erzählen. Genau, an dem historischen Platz, wo das hier alles war, weil dieses Museum eben war mal ein Konvent, also ein Kloster. Ja, und da gibt es die Nonne Mariana. Genau. Die war aus wohlhabendem Haus. Ja, jetzt kommt nämlich die schöne Geschichte, die wir euch erzählen wollen. Die ist Zweitgeborene und es war im Mittelalter so üblich, dass man die Zweitgeborenen ins Kloster gesteckt hat, ja. Mit einer ordentlichen Mitgift natürlich. Und so kam die Mariana hier rein. Mhm. Und sie hat sich verliebt in einen französischen Offizier.
eine Marquis. Ja. Und der hat ihr auch ein Eheversprechen gegeben. Und was macht der Herr Lautry? Er geht einfach wieder nach Frankreich. So sind es die Männer. Ja, ja. Und das anders als ich, ja. Ich nehme die Ursi überall mit, ja. Und wir lassen uns nicht sitzen, ja. Aber der hat sie sitzen lassen, die Mariana. Und sie war sehr traurig drüber und hat 5 glühende Liebesbriefe darüber geschrieben. Jawohl. Und diese Liebesbriefe sind irgendwann gefunden worden. Und zwar von Rainer Maria Rilke. Das ist ja der Lyriker, der deutschsprachige Lyriker. Ja. Und der hat sie dann wohl ins Deutsche übersetzt, hat dann diese Briefe nochmal analysiert und hat dann gesagt, die können nicht von einer Nonne sein, denn so wie die geschrieben sind, so kann eine Nonne nicht schreiben. Aber man hat dann weiter recherchiert und hat festgestellt, dass die Mariana sehr gebildet gewesen ist. Ja? Mhm. Sie war auch die Schreiberin des Klosters und sie war auch übrigens, sie hat nicht das Gelübde gebrochen. Genau, das muss man ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nur noch aussprechen lassen, dann hätte ich das jetzt selber gesagt. Ja. Denn das war extra ein Kloster. So war es nämlich üblich, dass Frauen oder zweitgeborene Töchter ins Kloster geschickt wurden. Und da durften sie auch heiraten, ja, wenn sie einen Mann gefunden haben, der sie heiraten wollte. Ja. Und die Mariana hat gedacht, den hat sie jetzt gefunden, aber der ist dann abgehauen, der Hallodri. Ja? Ja, genau. Und man weiß es nicht, also sie war ja mittellos, denn die Mitgift steckte im Kloster und was das Kloster mehr hat, das gibt es nicht mehr her. Nee. Ja? Und vielleicht hat er dann eine gefunden, die Mittel gehabt hat. Also ja. Er hat auf jeden Fall, ist ihr davongelaufen und sie hat 5 glühende Liebesbriefe geschrieben. Und der Rainer Maria Rilke hat sie ins Deutsche übersetzt. Ja genau, und das ist jetzt leider eine bittersüße Liebesgeschichte, die nicht für die Mariana im Happy End geendet hat. Genau. Mhm. Und was ist jetzt noch dazu zu sagen? Ach ja, die Mariana, da schließt sich jetzt auch wieder unsere Reise. Wir kommen jetzt zurück nach Sines. Und wenn ihr euch erinnern könnt, in Sines, da ist der Vasco da Gama geboren, jawohl, der also die Rute übers Kap der guten Hoffnung gefunden hat. Ja? Mhm. Und dieser Vasco da Gama war der Urgroßvater vom Taufbaden von der Mariana. Ja, ist eine ziemliche Geschichte. Zufälle gibt es, ja. Hättet ihr das gedacht, dass der Taufbade vom Vasco da Gama? Nein. Ja, von der Mariana. Ich bin schon ganz durcheinander. Hättet ihr das gedacht? Niemals. Wir auch nicht. Ja. Bevor wir hierher kommen, sehen. Aber es war eine schöne Geschichte trotzdem. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und also ich war jetzt sehr gerne da reingegangen. Ich auch. Weil es gibt da nämlich auch noch viele schöne Sachen zu sehen, die wir jetzt halt leider nicht zu Gesicht bekommen. Aber vielleicht klappt es ja bei euch. Wenn ihr mal hierher kommt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich denke, das ist ganz schön lohnenswert. Und vielleicht erinnere ich euch dann an die kleine Geschichte, die wir euch erzählt haben. Und dann macht das Anschauen noch viel mehr Spaß und ist interessanter. Mhm, genau. Das war's. Ja. Und das war Bea und wir fahren jetzt zurück zum Campingplatz. Ja. Den ich mir vorschlagen. Ja genau, das ist nicht weit. Hier ist alles sehr fußläufig erreichbar. Ja, und die nächste Station ist gar nicht so weit weg. Und hat auch mit BR zu tun. Ja, aber das ist jetzt, tut jetzt hier nichts zur Sache. Tut nichts zur Sache. Wir gehen jetzt zurück. Fahren zurück. Oder fahren, ja genau. Wir die Ruggelpiste. Oh ja, das ist... Wir schütteln uns zurück. Diese Straße hier, aber ja, zumindest keine Schlaglöcher, nur Kopfsteinpflaster. Am nächsten Tag verließen wir den Campingplatz in Bea, auf dem wir 2 Tage gestanden hatten, und machten uns auf den Weg nach Évora. Zum Preis von dem Campingplatz kann man nichts Negatives berichten. Für 7 Euro standen wir ruhig, hatten sogar Stromanschluss inklusive. Allerdings machte der Platz einen sehr vernachlässigten Eindruck. Ja. Und jetzt sind wir schon in Évora angekommen. Da ist ein guter zentraler Stellplatz. Also gibt es eigentlich 2 und einer ist mit Versorgung. Alles gratis, also echt super. Allerdings nimmt man den BKWs den Platz weg, denn das ist ein großer BKW-Parkplatz auch. Nein, ja, aber auch für Wohnmobile. Ist zulässig, also wir machen nichts gegen die Vorschriften. Nein, natürlich nicht. Es ist ein reiner Stadtparkplatz, ja. Stellplatz, keiner für Urlaub machen natürlich. Wir sind jetzt nach Évora gefahren und da bedanken wir uns nochmal für den Tipp, den uns eine Zuschauerin gegeben hat. Also sie scheint uns zu kennen, denn wir haben recherchiert.
Erstens mal liegt es genau auf unserer Strecke und somit haben wir gesagt, da müssen wir mal vorbeigucken, weil sich das total interessant liest, was wir jetzt da rausgefunden haben. Genau, also Evora ist UNESCO-Weltkulturerbe, die Altstadt, und da gibt es einiges zu betrachten. Mhm. Und wenn es euch interessiert, dann kommt da einfach mit. Ja, also es scheint sich zu lohnen. Ja, das Wetter ist angenehm, Sonne scheint, es ist etwas frischer zum Radfahren, brauchen wir Windjägle. Ja, ja, schon noch. Aber das ist ja unser Problem, damit habt ihr ja nichts zu tun. Ihr könnt einfach die Sonne genießen. Ja, so wie wir eigentlich auch. Ja, genau. Und jetzt fahren wir da eben mit den Rädern mal hoch. Und schauen uns das an. Schaut uns das alles einmal an und hört sich auf jeden Fall interessant an, was wir gelesen haben. Und das wollen wir jetzt mal mit eigenen Augen sehen. Genau. Da sind wir jetzt vor der Kathedrale von Evora. Ja. Und wie überall aus der Iberischen Halbinsel mussten auch in Portugal und besonders natürlich auch in Evora die Mauren vertrieben werden. Ja. Das ist im Ende des 12. Jahrhunderts gelungen. Und dann hat man sofort begonnen, mit dieser Kathedrale zu bauen. Ja, ja. Zu bauen, genau. Und was ihnen da, was sie da geschafft haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Also da muss man sich an strenge Regeln halten. Ja. Wir wollen jetzt erst in die Kirche und dann zum Turm hoch. Aber die Vorschrift sagt, erst auf den Turm und dann in die Kirche. Ja, ist so. Eigene Gesetze. Ja, machen wir jetzt. Machen wir es halt so. Diese Türme immer. Diese viele, viele unschmale Treppen. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft. Es geht rund, rund, rund. So. Wir schnaufen. Wissen wir. Ja. Aber natürlich, wie immer. Gigantisch. Gigantisch, ja. Fast wie ein Bäderstum. Ja. Nur fast natürlich. Alles gefährlich in Portugal. Da ist gar kein Geländer. Okay, aufpassen. Wir sind ja groß, wir können aufpassen. Und du siehst immer wieder runter. Ja, so langsam. Ich finde es immer faszinierend, was die Leute früher so geschafft haben. Und welche Details da zum Teil sind, es ist einfach gigantisch. Enger geht immer. Ich gelobe abzunehmen. Das wird wahr sein.
aber hast es ja geschafft. Es lohnt sich halt schon. Ich hoffe nicht, dass das unser letztes Stündlein war, denn in die Knochenkapelle gehen wir auch noch. Die Ursi verschwindet. Abwärts geht's ins Loch. In die tiefen Gemäuer. So, und wo es eng hoch geht, geht es in der Regel auch wieder eng runter. Aber irgendwann hat man es dann geschafft. So viel, dass wir irgendwann nur in die Kathedrale reinkommen. Auch wenn man kein Mönch ist, muss man sich auskennen hier. Tripp auf, Tripp ab geht's da. So, das war schon mal die Kathedrale und die war sehr interessant, finden wir zumindest. Ja, ich liebe solche alte Gemäuer eigentlich, vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, wie die damals gearbeitet haben. Das ist schon richtig faszinierend. Und mittlerweile, wenn ihr uns begleitet habt auf der Reise durch Portugal, dann sagt euch jetzt auch der Vasco da Gama was. Ja, der begegnet einem hier überall. Ja, und hier ist auch ein Ort an der Kathedrale, da sind nämlich seine Flaggen fürs Schiff zur Weltumsegelung gesegnet worden. Mhm. Genau. Und nachdem er erfolgreich war, war das ja gar nicht so schlecht. Deswegen haben wir auch mal 50 Cent investiert. Nee, Eintritt haben wir auch noch bezahlt. Also wir haben mehr investiert. Ja, mal schauen, ob es uns gut tut. So, was man hier natürlich gar nicht erwartet, das ist ein römischer Tempel, aber die guten Römer waren natürlich hier auch, in Pea waren sie ja auch, haben wir ja schon gesagt, war sogar der Cäsar. Ja, genau. Und hier, das ist der Diana-Tempel, Diana, die Göttin der Jagd. Ja, genau. Und da ist dann, früher ist da im Mittelalter irgendwann ein Gebäude drum gebaut worden, ein Wehr. Und dann hat man da drinnen das Schlachthaus gemacht von Evora. Und irgendwann hat man das dann abgerissen und dann hat man festgestellt, dass also diese Tempel da umbaut wurden und da hat man sie wieder freigelegt. Mhm. Und somit stehen hier noch ein paar Überreste vom Diana-Tempel. Genau. Also, mittlerweile ist es richtig warm geworden. Mhm. Jetzt sind wir zu warm angezogen eigentlich. Ach, ja, auf jeden Fall. Sobald die Sonne so richtig rauskommt oder richtig scheint, wird es gleich sehr warm. Ja, vor allem, weil es ja windstill ist heute. Ja. Zum Glück. So, und da stehen wir jetzt vor der Privatkirche, Private Churches in Portugal. Mal schauen, ob er da reinkommt, die hat interessante Kacheln. Ja, so wie das hier auf dem Foto aussieht, ist die von oben bis unter verkachelt. Das schauen wir uns jetzt an. Ja. Ja. Obrigada. Obrigada. Awesome.
Zuschauer sein. Also, so wie das aussieht, geht man mit Knochen in Portugal ziemlich locker um. Wie kommt man dann auch zur Knochenkapelle? Ja, mal schauen, ob sie Opa hat. Mal schauen, was man da sieht. Ja, ein Haufen Knochen. Aber es ist schon erstaunlich. Es gibt öfter solche Knochenkapelle. Und in Portugal, ja. Ja, aber die Kirche hat was, ne? Wir wissen nicht, wie das gemacht wurde und was da abgeblättert ist, ob das dann irgendwie... Die Lasur halt. Die Lasur, ja. Wahnsinn, also ist schon enorm. Ja. Und da, wo wir jetzt stehen, das ist oberhalb von den Knochen, da gehe ich jetzt rüber, nicht, dass ich da noch zu den Knochen runterfalle. Zum Glück ist ein Gitter drüber. Da sind sie, die Knochen. Und da ist auch ein tiefes Loch. Gruselig. Jo, pass auf, dass nichts runterfällt. Das kriegen wir nie mehr. Nein. So, jetzt stehen wir da vor der Knochenkapelle. Und da habe ich vorher nachgelesen, für Kinder ist es nicht sonderlich geeignet. Man sollte da Kinder nicht unbedingt damit konfrontieren, denn die könnten geschockt sein. Oh, dann bin ich aber gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen. Jetzt bin ich mal auf das Kind im Manne gespannt. Ob ich auch geschockt bin. Ach so. Okay. Kette runtergefallen, nichts passiert. Noch sind alle Knochen heil. Ja. Die Inschrift lautet frei übersetzt: Wir Knochen, die hier sind, warten auf die euren. Das ist schon etwas makaber, oder wie soll man das sagen? Das sind hier Knochen von 5000 Personen. Das ist Wahnsinn, ja. Also es ist schon komisch irgendwie. Und die beiden Körper in den Vitrinen, das eine ist ein Baby, das ist also ausgetrocknet, ist exhuminiert und ausgetrocknet, und das andere ist eine erwachsene Person. Das ist komisch. Wenn man sich vorstellt, so Ende mir auch mal. Also. Aber nicht in der Kapelle. Nein. Ist schon. Man muss sich da auch mal wieder seine Gedanken drüber machen. Nichts ist endlich. Alles ist endlich. Genau, versprochen. Nichts ist unendlich. Ja. Okay. So, das ist der Platz hier. Wie prognostiziert, noch ist die Sonne da, aber es bewölkt sich schon. Deswegen sind wir gleich in der Früh losgegangen. Jetzt ist alles erledigt und jetzt brauchen wir nur noch essen und genießen. Ja, wir haben es jetzt auch genossen, oder? Klar, aber ausruhen und genießen. Nicht mehr sightseeing. Nee, aber so anstrengend war das ja gar nicht. Nein, das war super. Ja, also geht da mit dem Fahrrad wunderbar, auch wenn das Kopfsteinpflaster schon wirklich mehr als nervig ist. Ja. Das Bea und dieses Evora hat sich wirklich gelohnt. Und also es war wirklich toll, das anzuschauen. Das hat sich echt gelohnt. Ja. Und heute war es zwar etwas kirchenlastig, aber es war trotzdem super. Macht nichts, das nächste Mal machen wir da was anderes. Ja, genau, wie es sich halt immer ergibt, das ist ganz klar. Was als nächstes kommt, das wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, wo wir hinfahren.
Wir wissen nur eins, der Wäschekorb ist gerammelt voll. Ja, eben deshalb, wenn wir jetzt dann weiterfahren, suchen wir uns einen Campingplatz oder irgendwo, wo man halt waschen kann. Ja, also wir fahren weiter und wohin wissen wir noch nicht, aber ihr werdet es bald erfahren, denn es kommt sicherlich noch ein Video aus Portugal oder sonst irgendwo her. Ich denke schon noch aus Portugal, ja. Solange ihr bei uns bleibt, kommen wir zu euch. Ja. Und wenn es euch bald hat, gebt uns einen Daumen. Abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein und schaut uns auch neu an. Ja, genau. Einschalten nicht vergessen. Ja, genau. Ciao. Tschüss. Aus Evora. Tschüss.